Wir kennen ja sicherlich alle auf YouTube diese Zusammenschnitte von vermeintlichen sogenannten Hard Landings. Hat schon immer alles eine gewisse Anziehungskraft. Und wenn man mal ehrlich ist, den einen oder anderen erfahrenen Passagier freut es ja auch durchaus mal, wenn der neue, junge FO mal etwas dynamischer landet. Auf der anderen Seite ist es dann aber genauso auch wieder sehr beeindruckend, wenn ein Pilot sein Flugzeug so weich landen lässt, dass die Räder bis heute noch nicht wissen, dass sie am Boden sind. Ja, Landungen sind schon wirklich was Feines. Aber was ist denn, wenn dann doch mal bei einer harten Landung, bei einer wirklich harten Landung eine Grenze überschritten wird? Ja, das schauen wir uns heute aus gegebenem Anlass mal etwas genauer an. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen und ganz entspannten Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, ich weiß, wenn wir über das Thema Landung sprechen, dann bewege ich mich jetzt langsam aber sicher in ein wirklich lebhaft diskutiertes Themenfeld. Da gibt es immer jemanden, der es besser weiß und so eine wirklich gute Landung, die ist eigentlich nicht unbedingt definiert. Das lässt Raum für Interpretation und das ist auch okay so, da hängen wir uns jetzt gar nicht unbedingt voll mit rein. Allerdings wichtig für dieses Video ist, dass der Flugzeughersteller einem Piloten eine Art Ratgeber an die Hand gibt. In Form des Handbuches natürlich, eine Art Ratgeber, wie der sein Flugzeug zu landen hat. Und damit das nicht allzu kompliziert wird, gibt es da sehr weit gefasste Toleranzen. Toleranzen, die ermöglicht werden dadurch, dass das Flugzeug sehr stabil gebaut ist, dass das Fahrwerk sehr viel aushalten kann, aber auch Toleranzen, die durch die Infrastruktur gegeben sind. Zum Beispiel durch eine sehr breite, sehr lange Bahn, durch eine lange, große Touchdown-Zone, wo das Flugzeug dann landen darf. Das kommt ja alles zusammen und sorgt am Ende des Tages dafür, dass eine Landung nicht immer gleich aussehen muss, sich auch nicht immer gleich anfühlen muss. Trotzdem ist es eine sichere Landung und darum geht es unterm Strich natürlich. Und dieser Ratgeber, in Anführungszeichen, zur Verfügung gestellt durch den Flugzeughersteller für den jeweiligen Flugzeugtypen, der ist natürlich von Flugzeug zu Flugzeug unterschiedlich. Ein Airbus A340 beispielsweise, der wird durchaus anders gelandet als ein Airbus A320, was unter anderem natürlich schon allein dadurch begründet ist, dass der A340 ein ganz anders gebautes Hauptfahrwerk hat. Mit mehreren Achsen und auch mit einem sogenannten Center Gear, also allein das Hauptfahrwerk des A340, das muss hier quasi zweimal gelandet werden. Das Hauptfahrwerk des A320 selbstverständlich nur ein einziges Mal. Das kann man auch total gut auf unterschiedlichen YouTube-Videos erkennen. Wenn man sich mal so eine Landung von einem A340-300 beispielsweise anschaut, dann kann man richtig erkennen, wie der Pilot das Hauptfahrwerk zweimal landet. Und diese Technik trägt natürlich auch irgendwo dazu bei, dass man von diesem A340 quasi nie wirklich harte Landungen sieht, also keine wirklichen Einschläge auf die Landebahn. Versteht mich nicht falsch, natürlich kann man auch dieses Flugzeug hart landen, wenn man es drauf anlegt, aber es geht jetzt erst einmal darum, dass die Maschine anders gelandet wird als ein Flugzeug, das beispielsweise am Hauptfahrwerk mit nur einer Achse pro Hauptfahrwerk ausgestattet ist und kein solches Center Gear hat. Und worauf ich jetzt hinaus möchte ist, wenn man diese Technik nicht befolgt beim Landen, die vom Flugzeughersteller vorgegeben ist, oder aber die Landung aus welchen Gründen auch immer eben nicht so funktioniert, wie man sich das eigentlich irgendwann mal gedacht hat, dann sieht das halt so aus. Wenn man etwas genauer hinschaut, dann ist zum Zeitpunkt des Aufsetzens bei diesem Flugzeug ziemlich genau gar nichts mehr gerade. Das war übrigens mit 2,8G die zweithärteste Landung eines A340-600 überhaupt. Mit über 3G, die härteste Landung eines A340-600, das war die Maschine von der Iberia, die vor einigen Jahren in Quito auch über die Landebahn hinausgeschossen ist. Das war dann dementsprechend auch die letzte Landung dieses A340-600, aber das nur mal so am Rande. Wieso, weshalb, warum so etwas passiert, das können wir mit Hilfe eines solchen Videos natürlich nicht mal ebenso beurteilen. Das könnten wir auch mit mehr Informationen höchstwahrscheinlich nicht einfach so beurteilen und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Das ist ganz wichtig, dass ich das noch einmal dazu sage. Ob jetzt hier wirklich nur Wetter der ausschlaggebende Punkt war für die harte Landung oder eventuell noch ein Fehler des Piloten dazugekommen ist, wir wissen es nicht. Tatsache bleibt aber, dass bei dieser Landung wirklich etwas schiefgelaufen ist. Das war tatsächlich mal eine richtig harte Landung und auch der Lufthansa A340, der konnte nach dieser Landung nicht wieder zurückfliegen, sondern musste erst einmal vor Ort repariert werden, bevor der Flieger wieder in die Luft gehen konnte. Durch die eben genannten Beschleunigungswerte kann man sich eventuell schon mal so ein bisschen vorstellen, in welche Richtung das beim Thema wirklich harte Landung gehen kann. Also 3G, das ist natürlich schon echt was Ordentliches. Dass der A340-600 da mal eben das Dreifache seiner Landemasse beim Punkt des Aufsetzens da auf die Bahn drückt und auch, dass man als Passagier das Dreifache seines eigenen Körpergewichtes spürt, das ist natürlich alles andere als normal. Wenn man als Passagier sagt, oh, die Landung war jetzt aber doch mal ein kleines Stück härter, dann ist man da meist sicherlich noch ein gutes Stück weg von 1,6G.
Etwa ab diesem Punkt kann sich das Ganze wirklich schon mal etwas unangenehm anfühlen und wird je nach Flugzeughersteller und je nach Firma, die das Flugzeug betreibt, auch durchaus schon mal so als Vorstufe zu einer harten Landung klassifiziert. Die Grenze zur wirklichen Hard Landing, die wird dann allerdings vom Flugzeughersteller vorgegeben. Der legt eine Grenze fest, ab der das Flugzeug dann durchaus selbst entscheidet, ob diese Landung jetzt zu hart war und eine Inspektion durch die Technik notwendig ist. Dafür sendet ein modernes Passagierflugzeug dann vollkommen selbstständig einen entsprechenden Report an die zugehörige Stelle bzw. an die verantwortliche Technikabteilung. Diese Grenze zu einer wirklichen Hard Landing liegt bei den meisten Passagierflugzeugen heute deutlich über 2G, während diese 2G bei den meisten Fluggesellschaften als Grenze zu einer wirklichen Hard Landing gegeben sind. Also, damit man diese 2G erreichen kann, muss ein Flugzeug mit ungefähr 600 Fuß pro Minute in die Landebahn reinfliegen und das scheppert schon ganz ordentlich. An der Stelle mal eine hoffentlich brauchbare Faustformel, um das Ganze so ein bisschen zu veranschaulichen, falls man mit diesen Angaben in Fuß pro Minute wirklich überhaupt nichts anfangen kann. Bei einem ganz normalen, standardisierten Anflug befindet sich das Flugzeug auf dem letzten Teil des Anfluges auf einem sogenannten 3-Grad-Gleitpfad. Der geht runter bis zur Landebahn. Und um diesen 3-Grad-Gleitpfad jetzt vernünftig runterfliegen zu können, muss das Flugzeug eine Sinkrate anlegen von ungefähr Ground Speed mal 5. Okay, das bedeutet, bei einem ganz normalen Passagierflugzeug wie zum Beispiel dem A320, der mit 140, vielleicht auch mal bis zu 150 Knoten anfliegt, das bedeutet bei einem solchen Flugzeug eine Sinkrate von ungefähr 700 bis 750 Fuß die Minute. Ihr merkt schon, um wirklich über 2G bei der Landung zu erreichen, da wird quasi einfach das Abfangen, der sogenannte Flare, das wird dann einfach mal weggelassen und das Flugzeug stabil weiter in den Boden reingeflogen. Jetzt konnte man aber eben schon bei dem Video des Lufthansa A340 sehen, dass eine harte Landung meist dann entsteht, wenn der Anflug davor alles andere als stabil war. Und dann können auch durchaus Sinkraten zustande kommen, die deutlich höher liegen als 600 Fuß pro Minute. Die eben angesprochene Grenze, die vom Flugzeughersteller festgelegt wird, bei der das Flugzeug dann selbstständig entscheiden kann, dass das hier eine Landung war, die durchaus zu hart war und da jetzt mal die Technik drauf schauen sollte, die liegt bei einer Boeing 737, soweit ich weiß, bei 2,1G und bei der A320-Familie, soweit ich weiß, bei 2,6G. Dann wird das Ganze als Hard Landing klassifiziert und der Flieger gibt einen solchen Report raus. Ab einer Grenze von 2,9G wird das Ganze als sogenannte Severe Hard Landing klassifiziert. Und 2,9G, das ist schon wirklich eine unfassbar harte Landung. Wichtige Unterschiede gibt es dann noch, wenn das Flugzeug aufgrund eines medizinischen Notfalls oder bei Rückkehr nach Triebwerksausfall oder aus welchem Grund auch immer, wenn das aktuelle Gewicht des Flugzeuges zur Landung höher liegt als das maximale Landegewicht der Maschine. Kann ja durchaus mal vorkommen. Nennt sich dann Overweight Landing. Für eine solche Situation zieht Airbus die Grenze bei 360 Fuß pro Minute zur Landung. Das ist auch schon eine ganze Menge, das dürfte ungefähr 1,7G entsprechen und das wird für einen Passagier, für das Gefühl eines Passagiers durchaus auch eine harte Landung sein. Nur mal so zum Vergleich, bei einem ganz normalen Aufsetzen, zumindest bei einem ganz normalen Aufsetzen laut Buch, wie gesagt, da gibt es ein bisschen Interpretationsraum, da beträgt die Sinkrate irgendwas zwischen 120 und 180 Fuß die Minute. Und 180 Fuß pro Minute, das als Sinkrate beim Aufsetzen, das ist schon wirklich spürbar, gut spürbar. Das bedeutet ja, dass ungefähr der letzte Meter vor dem Aufsetzen, der letzte Meter über der Bahn in einer Sekunde zurückgelegt wird. Und das dürfte ungefähr so ein bisschen zumindest veranschaulichen, was dann bei 600 Fuß pro Minute in diesem Flugzeug los ist. Aber wozu erzähle ich euch das eigentlich alles? Naja, harte Landungen können durchaus vorkommen. Das passiert durchaus, aus verschiedensten Gründen. Jetzt haben wir in den letzten 5 Minuten diverse Grenzen besprochen, bis zu denen ein Flugzeug sowas aber durchaus mitmachen kann. Und diese Grenzen sind sehr, sehr hoch. Nichtsdestotrotz passiert das, aber damit haben wir jetzt wahrscheinlich auch geklärt, dass 95% aller Hard Landings in den Hard Landing Zusammenschnitten auf YouTube eigentlich gar keine sind. Wirkliche Hard Landings sind glücklicherweise sehr selten, aber dann, wenn sie passieren, dann werden durchaus auch ab und zu mal gewisse Grenzen überschritten, wie eben zum Beispiel bei diesem Lufthansa Airbus A340-600 in Tokio im Jahr 2014. Oder jetzt gerade eben erst letzten Samstag, dort landete eine Boeing 757, eine 757-200 der United Airlines am Flughafen von Newark und das Flugzeug landete dummerweise nicht nur hart, sondern es kam zu einer sogenannten Bounced Landing. Das bedeutet, die Maschine schlägt einmal hart ein und bounced dann quasi wieder nach oben weg und wenn die Landung an dieser Stelle nicht abgebrochen wird, dann fällt das Flugzeug früher oder später wieder runter. Gerade dann, wenn eine Maschine jetzt wiederum mit dem Bugfahrwerk zuerst aufkommt, dann kann das Ganze wirklich unschön enden und jetzt haben wir leider von dem aktuellen Vorfall am Samstag keine G-Werte, keine Beschleunigungswerte, die wir uns anschauen könnten, aber wir haben Bilder, die ganz eindeutig zeigen, dass hier Grenzen überschritten wurden. Und das sieht auch so aus, als könnte man das nicht mehr unbedingt so leicht reparieren.
Bei dieser Landung der 757 platzten Reifen. Die Maschine stand nach dem Stillstand mit dem linken Hauptfahrwerk im Gras und das Nosegear, das kam hoch bis in die Kabine. Das war wirklich eine harte Landung. Das hat man so oder so ähnlich schon mal gesehen bei einer Boeing 767 der ANA. Auch das Flugzeug war danach hinüber. Oder auch beispielsweise vor gerade mal knapp 3 Jahren. Dort passierte das mit einem A321 der Germania, der von Deutschland aus nach Fuerteventura auf die Kanaren geflogen ist und dort mal eben so mit 3,31G einschlug. Das ist eine ganze Menge. Komischerweise war das Flugzeug danach noch immer heile, sah zumindest so aus und hat dummerweise auch keinen Hard Landing Report losgeschickt. Das heißt, man ist mit diesem Flugzeug wieder zurück nach Deutschland geflogen, wo man dann in der Technik feststellen musste, dass man mit der Landung auf Fuerteventura mal eben das komplette Hauptfahrwerk unbrauchbar gemacht hatte. Und zum Schluss noch ganz schnell das Beste, was ich zu diesem Thema gefunden habe. Das ist ein Vorfall einer Dash 8 vor wenigen Jahren, der Jazz Aviation. Dieses Flugzeug wurde quasi mit einer Luftböe, mit einer Windböe auf die Landebahn gedrückt. Und trotz der etwas, ja, überschaubar stabil aussehenden Fahrwerkskonstruktion der Dash 8 steckte dieses Flugzeug mal eben 5,7G beim Aufsetzen weg. Ja, das ist eine ganze Menge. Die Crew entschied danach zusammen, dass das Flugzeug ja noch heile ist und dass man jetzt hier keine sichtbaren Schäden finden kann. Und sie waren sich nicht sicher, ob diese Landung wirklich hart war. Das muss man sich mal vorstellen, das sind fast 6G beim Aufsetzen. Und dann ist man damit auch wieder nach Hause geflogen, wo man dann wiederum feststellen musste, dass die Maschine jetzt schwere Strukturschäden hatte. Also, was können wir aus der ganzen Sache mitnehmen? Flugzeuge machen Landungen durchaus bis zu einem ganz, ganz weiten Punkt mit. Das funktioniert lange und das kann auch durchaus mal scheppern. Trotzdem ist das Flugzeug danach nicht kaputt. Die gefühlt harte Landung, die tritt deutlich vor der wirklich harten Landung ein. Da muss man sich nicht unbedingt Sorgen machen. Aber wenn es dann zu einer wirklich harten Landung kommt, dann kann das durchaus mal den Austausch einiger Bauteile am Flugzeug nach sich ziehen. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, ja, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und tschüss.